Ja, wir hatten schon im letzten Jahr die Idee, den Kreuzweg mal nach draußen zu verlegen, weil draußen ist ja wegen der Corona-Vorgaben eigentlich immer ein ganz guter Ort. Und im letzten Jahr haben wir das ganz einfach mit Fotokopien gemacht. In diesem Jahr haben wir uns etwas mehr Mühe gegeben. Deswegen haben wir diese 14 Kreuzwegstationen auf so Plastikpappen gedruckt. So sind die wasserfest und man kann die sehr schön im Wald aufhängen. Ja, die Kreuzwegstationen sind in Wirklichkeit nicht so klein, wie die bei uns hängen, sondern fast lebensgroß und von einer slowenischen Künstlerin gemacht. Und die hängen in Bolivien im Amazonastiefland in einer Kathedrale als Kreuzwegstationen. Deswegen haben die einzelnen Bilder auch immer einen Bezug zum Leben am Amazonas. Und wenn man genau hinschaut oder das Heftchen dazu nimmt, dann kann man diesen Bezug auch gut erkennen. Wir finden, dass die von den Farben her auch sehr schön zum Wald passen, weil die halt ein bisschen so in Herbstlaubtönen gehalten sind. Und wir finden auch, dass gerade dieser Herbstgedanke ja sehr schön passt zum Kreuzweg. Und so passen die sich eigentlich super an und passen sehr gut in den Wald. So kann man einen schönen Spaziergang machen und kann sich gleichzeitig auch auseinandersetzen mit dem Kreuzweg von Jesu. 14 Stationen, die hier einmal rund um die Kirche in dem kleinen Wald aufgehängt sind. Und ich sehe immer mal wieder Leute, die da durchgehen. Die einen gehen mit dem Hund spazieren und die anderen haben unsere kleinen Heftchen hier in der Hand und sprechen dann ein Gebet oder betrachten einfach die einzelnen Stationen für sich. Der Kreuzweg ist vom Hilfswerk Miserior herausgegeben und die waren so nett und haben uns die einzelnen Bilder zur Verfügung gestellt, sodass wir den jetzt nutzen können. Und ich finde, dass die Bilder sehr ansprechend sind und vor allen Dingen, dass sie sehr viele interessante kleine Details zeigen, die man beim genauen Hinschauen erkennt und versteht.